Leute, Respawn höchstpersönlich hat seitdem Olympus zurück ist einen Teaser rausgeballert, der die neue Legende in Season 17 nicht nur teasert, sondern auch einen absolut verrückten Solo-Modus. Und auch noch eine dritte Information mit der Flatline, wird wohl in Season 17 irgendwas passieren. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie der Teaser aussieht. Ich weiß nicht ganz genau, wo man den findet. Ich habe nur den Screenshot. Ich gehe davon aus, dass das wieder irgendwo in einem Gebäude von Olympus sein wird, wo immer mal irgendwelche Hefte, Comics oder sonst was in den letzten Jahren versteckt wurden, wo wir einen Teaser rauslesen konnten. Der Teaser sieht wie folgt aus. Und zwar irgendwo auf Olympus gibt es dieses Comic zu finden, Rumble Royale. Schon in diesem Text versteckt sich der geleakte Solo-Modus auf dem Covergang in der Mitte mit der roten Brille. Das ist natürlich die neue Legende Ballistic, habe ich auch schon öfter drüber gesprochen. Going Ballistic steht auch unten im Text und mit der Flatline passiert was. Also drei Teaser in einem Comic. Ich mache hier mal den Pfeil an. Zum einen starten wir mal mit der Theorie Ballistic, klar die neue Legende. Und ich verlinke euch zum Solo-Modus und zu Ballistic jeweils ein Video, wo ich ausgiebig über die Legende spreche und auch über den Solo-Modus, weil der Solo-Modus wird sehr, sehr umfangreich an Regeln sein. Und es gab noch keinen Modus, wo es so viele Regeln und gleichzeitig auch so viele verrückte Regeln gibt. Und genau deswegen, weil diese Regeln so verrückt waren, haben viele die Regeln bzw. den Modus für ein Fake gehalten. Ich blende es euch mal ganz kurz ein. Vielleicht weiß es der ein oder andere noch, hat das Video gesehen. Das sind die Regeln. Wie gesagt, ich verweise aufs Video in der Videobeschreibung, natürlich auf YouTube, ganz, ganz wichtig. Am Ende verlinke ich euch auch nochmal beide Videos. Es lohnt sich, diese Videos einzeln zu sehen. Gerade die Regeln für den Solo-Modus sind wirklich extrem krank und ich könnte mir auch vorstellen, dass dieser Solo-Modus am Ende als Mixtape-Version in die Rotation zu Team Deathmatch und Co. sich dazu gesellen. Also wie gesagt, zieht euch die Videos rein, ganz wichtig. Und in den Videos erzähle ich eben die Regeln und für Ballistic natürlich die Fähigkeiten für Ballistic. Also wie gesagt, hier auf dem Cover Ballistic ganz klar zu erkennen. Wer die Leaks kennt, sieht auch Ballistic hier sofort raus. Going Ballistic steht auch hier. Rumble Royale. Warum übrigens Rumble Royale? Warum ist es ein Teaser für den Solo-Modus? Natürlich, ich blende es nochmal ganz kurz ein. In den Leaks hieß der Solo-Modus Rumble. Und das ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass es mit dem Solo-Modus tatsächlich kein Fake war. Und zu guter Letzt verweise ich noch auf die Information mit der Flatline hier im Text. Man kann nicht ganz lesen, was hier über dem Flatline-Schriftzug steht. Deswegen kann ich da nicht hundertprozentig viel reininterpretieren. Aber es scheint so, als würde in Season 17 auch was mit der Flatline passieren. Zwei Theorien, entweder eine Überarbeitung, was ich aber nicht glaube, weil die Flatline sehr, sehr stark im Allgemeinen schon ist. Und es könnte die Theorie sein, was ich aber auch irgendwie nicht so ganz glauben würde, denn dann wären es nämlich zwei Waffen im Care Package. Vielleicht geht sie tatsächlich ins Care Package, aber die Hemlock ist schon drin. Zwei schwere Waffen im Care Package, nicht unmöglich, keine Frage. Also könnte es, also die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass es im Care Package landet. Aber ich glaube deswegen nicht, dass die Hemlock wieder zurückkommt, weil der Lootpool für die schweren Waffen dann ja doch zwei Waffen weniger auf dem Boden zu finden sind. Aber das ist jetzt auch nur ein bisschen Geschwafel von mir. Es könnte auch was völlig anderes sein. Keine Ahnung, vielleicht kommt ja der Battle Pass Skin zurück und alle, die den Battle Pass Skin für die Flatline verpasst haben. Das könnte auch noch eine Möglichkeit sein. Das sind jetzt einfach mal drei Theorien von mir, was mit der Flatline passieren könnte. Ich bin auf die Kommentare gespannt. Wie gesagt, die Videos zum Verlinken sind in der Videobeschreibung auf YouTube zu finden. Ihr wisst Bescheid, ich bin auf eure Kommentare gespannt. Lasst einen Daumen da, wie immer ein Abo, wenn ihr neu seid. Würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen, wenn ihr nicht neu seid und noch nicht abonniert habt. Solltet ihr das natürlich auch nachholen, würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drüber freuen. Viel Spaß heute übrigens beim Aprils Fools Event. Es gibt vier oder ich glaube fünf verschiedene Mosambik-Arten. Sniper-Munition, leichte, schwere Energy. Jede Mosambik ist auf ihre Art und Weise extrem witzig. Ich habe schon ein bisschen Gameplay gesehen von der Variante mit der Sniper-Munition. Das waren aber Leak-Gameplays. Ich weiß jetzt aktuell, Stand jetzt zum 1. April vormittags, weiß ich nicht, ob das April-Event schon online ist. Spätestens 19 Uhr. Heute sollte es aber soweit sein. Also, ich bin da mal weg. Ich freue mich aufs nächste Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.